Das macht die Pharma immer. Die erfindet Krankheiten und dann hat sie ein Medikament. Das ist deren Masche. Ich war im Pharmaaußendienst. Und da hat mir mein Regionalleiter ein Video vorgestellt, um was es in der Pharma geht. Verdienen, verdienen, verdienen. Irgend so ein Mappe-Video, ja? Es geht um Gewinn, 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 verdienen, verdienen, verdienen. Und ich meinte, nee, es geht darum, den Ärzten zu erklären, wie das Medikament funktioniert, ihnen die Biochemie dahinter zu erklären und die Nebenwirkungen aufzunehmen. Ich wurde nach 11,5 Monaten rausgeschmissen. Hallo Community, ich mach's kurz. Ich möchte Werbung machen für einen Film, und zwar einen Film von Kai Stuth. Der hat sich wie kein anderer die letzten Jahre mit Corona auseinandergesetzt, die Maßnahmen, die Impfung, die Werbekampagnen und die Folgen, und hat mit 100 Ärzten ein Interview gemacht, und daraus ist jetzt eine lange Reportage entstanden, also ein Puzzle der ganzen Zeit. Können 100 Ärzte lügen? Ich habe diesen Film schon gesehen und ich muss sagen, ich bin wirklich geschockt. Vieles von dem, was ich dort sah, habe ich ja schon verdrängt gehabt, und ich konnte erkennen, wie dicht wir am Pharmafaschismus vorbeigeschrammt sind, und es ist davon auszugehen, dass es einen neuen Anlauf geben wird. Wenn ihr Interesse habt, ja, dieses historische Werk, ein Meisterwerk, kann ich an dieser Stelle ganz klar sagen. Wenn ihr das sehen wollt, dann tut euch den Gefallen, wenn der Film public geht, verbreitet ihn, sprecht darüber und unterstützt Kai Stuth, denn er ist hier in Vorleistung gegangen. Wir müssen diesen Film refinanzieren, damit neue Filme entstehen können. ARD und ZDF machen das eben nicht, das müssen wir machen, aber es geht eben nur, wenn jeder sich daran beteiligt. Können 100 Ärzte lügen? Schaut euch das an, es wird euch wirklich von den Socken hauen. Ihr werdet baff dastehen und denken, Mann, wie weit die da oben gekommen sind. Das darf nie wieder so weit kommen, und unterstützt die Filmemacher mit einer Kleinstspende. Vielen Dank, und ich bin sehr gespannt auf eure Reaktion.